Zuerst erschuf Gott, auf den Urwassern stehend, Himmel und Erde. Die Erde zeigt sich als graue Scheibe. Die rote Umhüllung, in der 9 Engel eingeschlossen sind, stellt den Himmel dar. Danach hat er die 4 Elemente, Erde, Wasser, Luft und Feuer gemacht. Man muss das Verhüllen von Bildern ernst nehmen. Gott war durch die Bosheit der Welt dermaßen irritiert und durch die Ergebnislosigkeit des Evangeliums dermaßen, also fast verzweifelt, so dass die gebauten heiligen Räume, vor allen Dingen gotischer Lichtungen, dass die für Gott nicht mehr der Raum war, sondern der musste sich hinten hinter den Altar verstecken. Und deswegen wurde das zugezogen und Gott eigentlich war nur noch hinten drauf im Dunkeln. All die Textilien, vor allen Dingen die alten Textilien, die wir in Händen gehabt haben in Riekesberg, die sind ja eigentlich, haben ja alle eine Geschichte. Und in der Arbeit an den Tüchern öffnen sie sich. Auch diese Bilder, die dieses Fastentuch präsentiert, sind ja im Grunde genommen Transportmittel zu einer geistigen Überlegung, also zu einem spirituellen Erlebnis unter Umständen auch, je nachdem, wer sie betrachtet. Das ist ja so ein Markenzeichen dieses Tuches, was mich von Anfang an sehr, sehr berührt hat, dass es eben nicht dieser alte Herr mit Wallebart ist, sondern die gleiche Figur wie der junge Jesus ist also schon in der Schöpfungsgeschichte zu sehen. Das ist für mich auch so ein Leitfaden.